Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einen kleinen Haul für euch. Es dreht sich, um genau zu sein, heute um Korsetts. Ich wurde so heftig angefixt von TikTok. Jeder hat sich diese Amazon-Korsetts bestellt. Ja, genauso wie ich auch. Ich zeige euch die heute. Ich dachte mir allerdings, es wäre vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich euch einfach nur zwei verschiedene Korsetts zeige in insgesamt 5 Farben. Deswegen werde ich euch die natürlich erstens alle getragen zeigen und zusätzlich werde ich die alle mit einem, ja, unterschiedlichen Outfit kombinieren, sodass ihr vielleicht euch davon inspirieren lassen könnt. Also ich werde euch die nicht alle ganz langweilig mit einer Jeans zeigen, sondern auch teilweise mit einem Kleid, mit einem Rock, mit einer Bluse. Also ja, falls euch das interessiert, bleibt gerne dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und let's go! So, wie ich ja gerade schon erwähnt hatte, habe ich mir zwei verschiedene Modelle an Korsetts bestellt. Kommen wir zum ersten. Das sieht so aus. Ja, starten wir mit dem braunen. Das ist wirklich das Korsett, was ich am häufigsten auf TikTok gesehen habe. Ich finde das auch sehr, sehr schön. Also, ja, das ist aus so einem Satin-mäßigen Stoff, würde ich sagen. Vor allem im Sonnenlicht sieht das so heftig aus. Vom Schnitt her sind die alle relativ gleich. Also alle Korsetts haben hier so eine Leiste, so eine Metallleiste. Also man kann das, glaube ich, sehen. Ja, man hakt das hier sozusagen ein, wenn das jetzt mal funktionieren würde. Ja, und hinten wird es geschnürt. Und das Coole ist, es ist eine Schnürung, da braucht man auch keine Hilfe von einer anderen Person, sondern das könnt ihr super easy alleine schnüren. Ja, so sieht das aus. Das ist das erste Korsett und das habe ich mir auch noch in Blau bestellt und ich finde Blau fast schöner als das Braune, weil die Farbe einfach unfassbar schön ist, vor allem in der Kamera sieht das noch heftiger aus, wahrscheinlich weil meine Lampe da gerade so drauf leuchtet. Es sieht unnormal schön aus. Ja, also das sind jetzt die ersten beiden Korsetts, die habe ich, wie gesagt, in 2 Farben. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem zweiten Modell, was ich in 3 verschiedenen Farben bestellt habe. Ich bereue ein bisschen, also ich bereue sehr, dass ich es nicht in Rot bestellt habe, aber das werde ich safe noch machen. So, starten wir mit dem farbenfrohen Korsett. Und zwar sieht das so aus. Grün. Wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Ich liebe momentan grün extrem, deswegen finde ich das sehr, sehr schön, sonst hätte ich es auch nicht bestellt. Ja, wie man erkennen kann, die Leiste ist wieder genau die gleiche wie bei den anderen beiden. Allerdings ist das ein anderer Stoff und ich finde diese Muster so, so schön. Also die reflektieren auch so im Licht. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Außerdem hat das hier, ja, so Rüschen, so eine Schleife, die auch so, so schön ist. Und unten hat das auch Rüschen. Ja. Der Rücken ist wieder genauso wie bei den anderen. Übrigens zu dem Preis, die Korsetts kosten, ich glaube, 9,90 € oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die für 7 € gekauft habe. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, inzwischen kosten die 9 €. Ich weiß es gerade nicht. Also ich glaube, ich habe 7 € bezahlt. Vielleicht vertue ich mich auch. Das Ding ist, ich habe 2 Monate auf diese Korsetts gewartet, was eigentlich nicht der Normalfall ist. Aber bei meinem Glück ist meine Bestellung natürlich verloren gegangen, beziehungsweise wurde beschädigt und, ach, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall dann nach 2 Monaten finally mal den Händler angeschrieben, der das Ganze dann gecheckt hat und mir die Korsetts dann erneut zugeschickt hat. Und dann sind die innerhalb von 1 Woche angekommen. Ja, kommen wir zum nächsten. Das ist schwarz, wie man unschwer erkennen kann. Ich glaube, die Muster kann man hier nicht ganz so gut gerade erkennen, aber es hat dieselben Muster wie das Grüne. Hat auch diese Rüschen, die Schleife und so sieht es von hinten aus. Also ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Kann man sehr gut kombinieren. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu meinem Liebsten. Wie gesagt, das gleiche Modell, allerdings in beige bzw. cremefarben. Oh mein Gott, wie schön sieht das aus. Ich komme nicht klar, vor allem in diesem Licht hier gerade mit der Kamera. Es sieht so heftig aus, also diese Muster und dann diese Rüschen und die Schleifen und
ja, also ihr merkt, ich bin wirklich verliebt, vor allem in dieses Korsett, aber ich finde alle sehr, sehr schön. Und das waren tatsächlich aber auch schon die 5 Korsetts, die ich mir bestellt habe. Wie gesagt, ich bereue es so krass, dass ich es mir nicht in Rot bestellt habe. Werde ich safe noch machen. Ich werde euch jetzt die Korsetts getragen einblenden. Die Outfits sind natürlich nur Inspirationen. Ja, ich blende sie euch jetzt ein. Let's go. So, das ist jetzt das erste Korsett. Das ist jetzt hier das braune, wie man unschwer erkennen kann. Das habe ich jetzt erstmal ganz langweilig mit einer braunen Jeans kombiniert. Aber ich weiß nicht, ich mag die Farbkombi mega gerne. Und so sieht es aus. Ich zeige es euch mal eben kurz. Ja, wie gesagt, Korsetts kann man wirklich mit jeder x-beliebigen Jeans kombinieren. Was ich auch sehr cool fände, wäre diese Boyfriend-Jeans. Die ist halt so richtig kaputt und zerrissen. Allerdings ist die Low-Waist geschnitten. Und ich bevorzuge eher High-Waist-Jeans. Deswegen ja, habe ich mich jetzt für die hier entschieden. Und ich finde das irgendwie ganz nice. So, wie man glaube ich schon erkennen kann, habe ich mich bei dem blauen Korsett für ein etwas außergewöhnlicheres Outfit entschieden. Und zwar habe ich das hier mit so einem ja, sehr luftigen weißen Kleidchen kombiniert. Ich zeige euch das mal eben kurz. Was ich halt noch cooler fände, wäre es, dieses Korsett mit einem Blusenkleid zu kombinieren. Vielleicht kennt ihr die. Das sehe halt einfach ein bisschen eleganter aus. Also das hier sieht halt jetzt mega süß aus. Und ja, ich finde, man sieht ein bisschen aus wie eine Elfe. Oder es hat auch mega die Bridgerton-Vibes, falls ihr die Serie kennt auf jeden Fall. Ja, ich finde es halt ganz cool für Fotos und es sieht auch echt cute aus. Aber ja, einfach so als Inspo. Man kann die auf jeden Fall auch mit Kleidern kombinieren. Das ist mein nächstes Outfit. Ich muss sagen, das gehört auch echt zu meinen Favorites. Vor allem dieses Korsett ist so unnormal schön. Die anderen waren ja schon schön, aber diese hier sind nochmal next level, finde ich. Ich habe das jetzt hier mit so einer, ja, weiß-schwarz gemusterten Bluse kombiniert. Das fand ich irgendwie, ja, ein bisschen feierlicher, als wenn man es jetzt ganz langweilig mit einer schwarzen Jeans kombiniert. Aber so sieht das dann aus. So, Freunde, next one. Das hier ist, glaube ich, wirklich mein Favorite von allen. Ich finde diese Farbe einfach so unfassbar schön und das kann man auch wirklich zu allem kombinieren. Also alles, was ich euch gezeigt habe, kann man variieren und ich finde vor allem, das hier passt wirklich zu allem. Das habe ich jetzt mit einem Rock kombiniert, das zeige ich euch sofort. Aber das hier ist jetzt nochmal das Korsett vom Nahen, also auch diese Muster und die Rüschen. Ich finde dieses Korsett einfach unfassbar schön. So, und last but not least kommen wir zum letzten Korsett. Das ist das Grüne, wie man unschwer erkennen kann. Das finde ich auch so, so schön. Ich habe das jetzt tatsächlich mit einer gelben Chino-Hose kombiniert. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde, diese Hose matcht 1:1 diesen, ja, gold- bis ockerfarbenen Bändern. Und deswegen fand ich das irgendwie ganz cool, vor allem ja, ist es auch mal so ein bisschen mehr Farbe und das feiere ich sehr. Also so sieht das aus.
Und das war es an dieser Stelle dann auch schon von meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert sehr gerne meinen Kanal und schreibt mir gerne euer Favorite Korsett bzw. Outfit in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!